Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. In der Randomizer Nuzlocke Challenge, und das lässt mich tatsächlich passieren. Ultraball dreimal. Sehr schön. Lässt mich weiter passieren? Ja. Und da spreche ich den an und ich weiß, dass er vier Pokémon hat. Ja, was ist im letzten Part passiert? Es sind wieder Pokémon gestorben, wie immer. Blaziken. Ein fucking Blaziken! Scheiße! Aber ich habe Octazooka auf meiner Seite. Ich habe Octazooka auf meiner Seite. Traumfresser. Das ist Traumfresser, Dream Eater. Beat up. Okay. Los, Octazooka. Super effektiv, aber Level 20 gegen Level 33, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Ist halt ein extrem schwaches Pokémon. Und der setzt schon wieder Traumfresser ein, was ist los mit dir? Grumpig und Pidgeot. Ah! Okay, ja. Das heißt, er hat noch ein Tauboga. Weil Pidgeot ist, glaube ich, ein Tauboga. Ein Grumpy? Was ist ein Grumpy? Weiß es nicht. Grumpig. Aha. Grumpig. Ach so. Ja, leck mir die Füße. Das ist gar nicht gut. Komme ich überhaupt nicht klar. Ha! Arschloch. Hoffentlich hast du eine Unlichtattacke. Tamurk sagt mir, dass du eine Unlichtattacke hast. Und jetzt setzt das Pulverschnee ein. Ich werd nicht mehr. Als ob der gewusst hätte, dass ich ein Flug-Pokémon einsetze. Recycle? Hyper Voice. So, tschüss, Käfer. So, jetzt kommt das Tauboga. Oder ein Tauboss. Natürlich noch besser. Baumwollsaat. Ernsthaft? Boah, ist das Tauboss groß. Wahnsinn. Abschlag? Das müsste Abschlag sein, ne? Spukball. Das hätte mein Tramox sowas von fertig machen können. Grumpig ist besiegt, das ist sehr gut. Ja, Will-O-Wisp. Absorber. Ernsthaft? Aber sehr schädlich gegen ein Pokémon. Muss ich gerade mal sehen. Magiemantel. Magiemantel schützt, glaube ich, vor Verbrennung, ne? Aber das ist eh egal, da Tauboss jetzt besiegt ist. Savaged. Ja.
Das glaube ich auch. Hört mein Englisch auf. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Bin ich ganz ehrlich zu euch? Ja, bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Oh, Igelava. Oh, ein Igelava. Und ein Käferflug-Pokémon. Was kann ich denn mit dem Käferflug machen? Ist Käfer eigentlich auf. Ist Psycho auf Käfer effektiv? Nein, andersrum, ne? Nee. Oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall du Octazooka drauf. Pugtränen. Oh, wie süß. Säurepanzer. Spezialverteidigung, ne? Nur die Verteidigung? Oh. Jetzt kann ich gucken, ob das hier noch. Nee, das ist speziell. Und es besiegt einfach Igelava. Natürlich, mach Igelava fertig. Ich kann ja einfach mal ausprobieren, ob Psybeam effektiv ist gegen Screech, Heideschrei, ne? Marshtomp ist auch erledigt, sehr gut. Roselia! Das ist Gift. Und Psycho ist auf Gift sehr effektiv, oder? Ist Psycho auf Gift effektiv? Also Psycho auf Käfer ist auf keinen Fall effektiv. Aber es ist auch nicht effektiv. Also nicht so stark nicht effektiv. Also schwach effektiv. Tempohieb, ja. Okay. Softboiled. Weichei? Der kann Weichei? Wie geil. Ich finde es einfach so geil, dass ich die Attackenanimation sehen kann. Die sind halt der Shit. Nicht die Attacken selbst, sondern einfach die Attacken, also dass ich die halt sehe. Okay, it's very effective. Setzen wir Hyper Voice ein und Psybeam. Trainer. Spezialverteidigung. Okay, war's. Okay. Ha! Da habe ich White Herb eingesetzt. Keine Ahnung, was es bringt, aber hey. Statuseffekte können nicht gesunken werden. So, Roselia ist besiegt. Das heißt, sie hat nur noch ein Pokémon und das Pokémon ist Sichlor. Oh, was ist Level 40? Zwei Level noch. Hoffe ich. Keine drei, hoffe ich. I hope so. Crashed out. Oder es entwickelt sich jetzt schon. Das ist nice. Auf keinen Fall abbrechen. Keine Taste drücken, keine Taste drücken. Kravums! Sehr gut. Exploud. Evolved into Exploud. Stunspore. Ist das Stachelspore? Paralyze, yes. Es ist Stachelspore. Komm, ich setze Curse eh nie ein.
Das muss jetzt so mega die Werte haben, ne? Aber es enttäuscht nicht. Es ist echt enttäuschend, muss ich sagen. Es ist fucking enttäuschend. Aber vom Angriff her ist es halt sehr stark. Ja. Hyper Voice hat halt den besten Angriff. Ja. Machen wir es so. Gut, und was ich euch zeigen wollte, im PDA sind ja die, ne? Hier die Pokémon, die ich gefangen habe. Snubbull, Hitmonchan und so, da sieht man die. Und wenn ich jetzt draufklicke, sieht man die wahren Pokémon. Das heißt, Makuhita ist ein Snubbull. Igelava war das Hitmonchan, das Nocturne. Impergator war unser Traunfugil. Unser Trassler war unser Noctu. Unser Butterfree ist unser Vati. Das habe ich nämlich völlig vergessen. Unser Yugong war unser Morlott. Unser Sandama war unser Hubbeluff. Unser Bisasam war unser Schneckmack. Unser Plusle war unser Vensenior. Fibas. Das war im vorletzten Part, müsste das gewesen sein, ne? Das erste Pokémon. Was war denn das erste Pokémon, was ich da gefangen habe? Das ist unser Quaxo. Unser Noctu. Ledibar habe ich ja nicht gefangen. Das wäre das Baldofisch gewesen. Das ist unser Kramurks. Das ein Dings war. Evoli. Ach, Barschwall war das, ne? Barschwall ist unser Yanma. Remoraid. Mantax. Baldorfisch, Medidite, Evoli ist unser Dummiesel und das war's. Ja, ein Pokémon habe ich nicht gefangen. Ich darf es auch nicht mehr fangen. Ist es halt ein Ledibar. Also was will ich mit einem Ledibar? Ehrlich. Da kann ich mir auch ein zweites. Kann ich mir auch ein Remoraid auf Level 20 holen. Habe ich genauso viel von. Vor allen Dingen, ich verstehe das nicht, warum dieses fucking Remoraid einfach auf Level 20 ist. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenigstens haben wir jetzt das Krawumms. Wie viel KP hat das denn? Das wollte ich nicht. Also hier können wir jetzt immer sehen, was. Oh, 144 KP, das ist sehr gut. Tempo-Heap, Knock-Off und Smog. Ja. Hätten wir jetzt einen Gengar, wäre es natürlich noch besser. Aber das werde ich sehr wahrscheinlich nicht bekommen. Hi. Velen. Hunter Velen. Bulbasaur. Und Raffratz. Hast du gerade in Alabastia dein erstes Ratzfatz gefangen? Mit deinem Bisasam, was du als Starter gewählt hast? Ich weiß, dass Barbasso auch Gift ist. Von daher
Sehr geil, Krabums. Sehr gute Attacke. Eine sehr, sehr gute Attacke. Und Radfranz ist einfach erledigt. Mega nice. Fehlt dir der Blattstein für dein Ultrigarier? Psybeam! Super effektiv. Ultrigarier ist, meine ich, auch Pflanzengift. Das heißt, du überlebst den nächsten Angriff nicht, mein Freund. Die Animation von... Und Krabums ist so mächtig. Es ist einfach so mächtig. I will be punished for this. Never mind getting a reward. Ach, hier ist gar nichts. One full heal. Ach, hier war nur ein full heal. Ich dachte, hier wäre noch eine Treppe. Dann ist die Treppe woanders. Okay. Ja, dann nochmal schnell meine Pokémon heilen. Ich traue halt dem Apollo so unendlich nach. Apollo. Ey, das könnte jetzt Level 40 sein. Wenn nicht schon mehr. Vor allen Dingen, das hatte so geile Attacken. Es hatte einfach so geile Attacken. Erstmal gucken, ob hier was ist. Nein. Dann, hi. Du hast, glaube ich, ein Waplu gehabt, ne? Du hattest das Waplu. Du hast jetzt ein Liliep? Oh, bitte sag mir, dass du das Flygon hast. Das heißt es Libeldra. Ich will das Libeldra haben zur Hölle. Du hast nichts davon. Auch okay. Kann ich auch mitleben. Psybe macht, glaube ich, mehr Schaden. Säurepanzer. Ja, setz du mal Säurepanzer an. Defense Sharpie Rose. Hyper Voice. Not very effective, das ist klar. A critical hit. Das hätte ich mir gerne bei dem Dings gewünscht. Aber hey. Ich trainiere echt mein Quaxo. Echt krank. Became confused. Chineses. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Angriff gibt. Setzen wir mal Octazooka ein. Hurt itself. Sehr schön. Hyper Voice. Very effective und tot bitte. Danke sehr. Die Beltra ist damit erledigt. Ich dachte, der hätte das Waplu. Hat das jemand anderes? Wahrscheinlich kurz davor jemand. Okay, das bringt auch nicht viel. Ah, Genauigkeit sinkt. Das ist schon mal gut. Ice Beam! 14 Schaden. Ernsthaft? Das ist ja nix. Ja. Psybeam. Gegen das Gestein. Auch nicht. Liliep und Vilie sind so zwei scheiß Pokémon, die mich so aufregen. Von der Typenkombination.
Weil die, glaube ich, keine Attacke haben, die sie wirklich sehr effektiv treffen. Sondern immer nur normal effektiv. Ja, jetzt haust du den Crit raus. Jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche. Aber egal, nicht so schlimm. What have you done to my Pokémon? Ist das so wichtig? Wir sind schon wieder 20 Minuten im Part und ich habe so das Gefühl, wir haben nichts erreicht. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Gehen wir hier hoch und gucken mal, was uns hier erwartet. Ach ja, der Biker. Rasa oder Biker? Komm, wir nehmen den Biker. Wir haben jetzt eine Heilmöglichkeit, von daher ist das ja nicht schlimm. Onyx! Onyx, sehr gut. Rock Smash, das ist sehr schlecht. Steinwurf. Verteidigung. Not very effective, das ist klar. Das muss härter treffen, das ist sehr gut. Metallklaue? Sag mal, was ist falsch bei dir? So, Octazooka hat getroffen. Kadabra. Machen wir Octazooka weiter. Absorb, scheiße. Das war's mit Quaxo. Oder auch nicht. Die greifen einfach nicht mal den Quaxo an, weil die denken, ey, das ist eh nur so ein Level 20er Trash. Trash ist Fruchtler, ne? Wow. Ernsthaft? Genauigkeit fällt, sehr gut. So, Politoed, du wechselst mal mit Noctu. Weil wenn du Politoed schon nicht besiegen konntest, dann kannst du auch Noctu nicht besiegen. Krabums ist einfach zu hart. Was? Der lebt noch? Das ist eine Scheiße, ey. Mach Punch und dann tot. Ey, das gibt's doch nicht! Fucking Crits! Ey, die Crits sind das immer, ne? Die Pokémon töten. Deswegen hauen auch viele auf mit dem Randomizer. Wegen diesen Random Crits. Das ist das einzige, was so Pokémon tötet. Die Crits. Crits und... ja. Oder zu 90% der Fälle sind es Crits, die einfach random kommen, die Crits. Und deine Pokémon töten. Und die meisten Leute denken halt, wenn sie Randomizer spielen, ja, die Pokémon, die mich töten, sind halt
Pokémon, die unerwartet kommen, wie Legen. Also wie sehr starke Pokémon. Keine Legis. Das sind so die 5%, die dann auftauchen können. Die Legis. Die halt dich töten im Randomizer. Oder, ja. Die restlichen 5% ist halt deine eigene Doofheit. Mit halt den Pokémon, die stärker sind als du. Sag mir nicht, du hast das Farblut. Doch, er hat das Farblut. Und das ist einfach ein Voltoball. Ein fucking Voltoball! Die muss ich im Pokéball fangen. Shadow Rush. Wehe, du tötest das. Fall Swipe war Trugschlag, ne? So, dann würde ich sagen. Keine Super Potion. Den Pokéball auf Void Orb und Octazooka auf Sandslash. Voltoball, ey. Auch nicht so das wahre Pokémon, was man wirklich haben will. Aber hey, immerhin. Besser als nichts. Besser als Ladybar. Drachentanz. Scheiße. Was? Hör auf mich zu verarschen. Donnerwelle. Du kannst nicht wahr. Iorino, okay. Ist auch ein Gift-Pokémon. Gift-Kampf-Pokémon. Warum? Nee, Gift-Boden. Warum setze ich da Octazooka ein? War das Lockduft? Ja, tatsächlich. Warum Fluchtwehr? Was interessiert dich der Fluchtwert? Ich habe meinen Fluchtwert nicht mehr erhöht. So. Nidorino. Erledigt. Dudu auch erledigt. Dann gucken wir mal, was unser gutes Voltoball. Eine brillante Zukunft. Ja, die kannst du dir abschminken. Ich habe deine Hoffnung ruiniert. Sehr schön. Genau das wollte ich auch. Dann gucken wir mal, was das Voltoball so drauf hat. Im Gegensatz zu Quaxo. So, dann gucken wir doch mal. Summary. Elektro, Statik, ja. Eierpumpe. Das ist wiederum sehr gut. Ja, okay. Dann würde ich sagen, genug gespielt mit Quaxo. Gift
Tail. Heißt das Gift? Gifty? Ist das Gifty? Hat auf jeden Fall eine hohe Volltrefferchance. Okay, hier würden wir zur The Queen kommen. Ja, hier kommen wir zur The Queen. Da will ich aber noch nicht hin. Wir wollen ja noch die anderen Loser besiegen. Und Calcium und sowas bekommen. Protein. Hi, Bikerin. Ach, du trainierst hier in der Einöde fürs Kolosseum. Super. Nee, du bist keine Bikerin, das ist eine Jägerin. Piraligator. Mirai. Hm. Jetzt hätte ich das Octazooka wieder gebrauchen können. Stahl. Habe ich irgendwas anderes? Mach Punch. Quark, Niederarm und du setzt mal Eierbombe ein. Warum nicht Eierbombe? Wow, ist das eine schlechte Attacke. Da steht, dass die 100 Schaden macht. Was zur Hölle? Das tötet einen? Das kann Geofissur, das Vieh, ey. Scheiße. Oh, das ist mir sowas von egal, was du alles kannst. Poison Tail. Auf dich. Mach nochmal Geofissur auf Noctu. Noctu ist ein Flug-Pokémon, da ist mir das scheißegal. So, Poison Tail. Ein Volltreffer, oh, ist das schön. Die Crits auf seiner Seite zu haben. Barrage? Zweimal. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich meinen Void Orb gegen ein Makro tausche. Dann kannst du mit mir, mit Geofissur kannst du nichts mehr anrechnen. Geofissur, ey, da hat das eine K.O.-Attacke. Ich fass es nicht. Ja, mach das so viel du willst. Erstmal werde ich dich verbrennen. Mit Irrlicht. Sehr schön. Damit ist es verbrannt. Und macht auch nicht mehr so viel Schaden. Psybeam. Sag mal, was ist eigentlich falsch mit dir? Was ist eigentlich falsch mit dir? Das ist eine gute Attacke gegen Cramorx.
Und du setzt es natürlich auf Noctua ein. Leute, was habt ihr eigentlich für einen Schaden? Ich wusste gar nicht, dass der Burn so viel Schaden machen kann. Ich habe echt damit jetzt gerechnet, dass wir noch eine Runde ausharren müssen. Naja, müssen wir nicht. Auch gut. So. Zink. Carbon. Protein. Und Iron. Calcium fehlt. Gut, dann wartet jetzt noch eine Trainerin auf uns für die Queen. Zwei Trainerinnen, Entschuldigung. Bin ich bereit? Ich bin sowas von bereit dafür. Mela. Das ist eine Jägerin, ne? Ja. Nee, Raserin. Ist das ein Jäger? Ja, die eine war Jäger. Die war Raser. Bist du auch Bikerin? So. Jetzt setze ich Halper Voice ein und Poison Tail auf. Ja, komm, Illumise. Könnte ein Crit werden. Wird kein Crit, schade. Auf jeden Fall sind meine Pokémon beide schneller als die. Bitterkuss. Sehr gut. Teilklaue? Auf ein Elektro-Pokémon Stahlattacke? Okay. Setzen wir jetzt da Poison Tail ein. Okay, die Attacken sind echt, wenn sie keine Crits sind, sind sie echt schwach, die Attacken. Aber das kann auch einfach daran liegen, dass Beuteball seinen schlechten Angriff hat. Das wird wohl eher der Fall sein. Aber wenn es ein Crit ist, dann holla die Waldfee. So, Schluppeck. Okay. Nur ein Schluppeck noch. Hyper Voice und nimmt halt absolut nichts. Poison Tail. Nee. Und kann vergiften. Okay, bringt alles nicht. Dann Poison Tail. Du kannst dich ja nicht vergiften, aber du kannst einen Crit rausholen. So, dritte Mal den Angriff und das dritte Mal kein Crit. Also ich habe bisher eine, ja, von 4 eine 25%ige Crit-Chance gehabt. 25% sind nicht gut. So, 5 mal 20%. Auf 20% Crit gesunken. Und bisher 0% Gift. Da hat selbst Hyper Voice mehr Crit-Chancen. Wie die Frames so abgehen, ey. Das ist echt krass. Ja, es hat halt einen extrem schwachen Angriff, ne? Ist halt extrem schnell, aber sonst hat es irgendwie nicht so viele Stärken.
Ditto? Ein fucking Ditto? Wir müssen das Ditto fertig machen. Egal was kommt, wir müssen das Ditto fertig machen. Bevor irgendwas passiert, Ditto fertig machen. Wo ist der fucking Crit? Scheiße, wenn sich Ditto jetzt... Egal welches Pokémon. Obwohl, ja, das ist auch nicht mehr so schlimm. Water Sprout. Alter, du bist ein Elektro-Pokémon. Superzahn? Fucking Superzahn? Ach ja, es kann ja überhaupt kein... Ich bin so doof. Ich bin manchmal echt so doof. Butterfree! Bam, bam. Ba-da-ba-ba-dam. So, Ditto ist besiegt. Deswegen hat es noch nicht direkt Wandler eingesetzt. Klar. Denk doch mal da. Water Spout. Schaden. Ja, damit kann ich leben. Setze ich Nachtnebel ein. Sind halt immerhin 30 Punkte Schaden. Wahrscheinlich mehr als das. Ja. Definitiv mehr als das. Gut, nächste Runde. Uproar. Ah, das ist, nee. Das ist nicht. What? Hat das Schlitzer eingesetzt, der Sack, ey. Hat der Sack tatsächlich Schlitzer eingesetzt? Boah, ich hasse dich so hart. Ich hasse dich gerade so hart. Tempo-Hieb. Oh, eine super effektive Attacke. Eine Kampfattacke also, okay. Da habe ich tatsächlich noch Smetbo verloren. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Weil das konnte mit Nachtnebel viel reißen. Okay. Vor allem, Link, ich frage mich gerade so ein bisschen... Die haben ja Plusle entführt. Plusle muss ja erstmal als Pokémon Kryptolabor, um zu einem Krypto-Pokémon gemacht zu werden. Das geht ja nicht so einfach. Zumindest denke ich das, dass das nicht so einfach geht. Ja, jetzt bleibt halt nur noch ein Kampf und der ist gegen die Queen. Aber das werden wir nicht in diesem Part machen. In diesem Part bringe ich jetzt noch mein Pokémon auf den Friedhof. Und da werde ich Quaxo nehmen müssen. Auch nicht so toll. Erstmal alle heilen. Ich habe einfach schon 10 Pokémon verloren. Und ich habe nur noch 7. Na gut,
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es gegen Mirror B, die Queen, geht. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, ciao und macht's gut.